Schieß mal auf die Feuerdinger. Wow. Ich meine, die sind nicht rot, aber... Nee, da müssen irgendwo die blauen Tafeln sein. Ja, oder? Müssen, weil... Nee, oder man kann auch rumlaufen einfach, so wie jetzt hier. Glaube ich nicht. Mit der haben wir ja auch hier muss ich ja auch gerade was kaputt machen. Und dann gehe ich hier weiter und... Also ich meine, muss irgendwo nach links einfach nochmal gucken, eigentlich ob irgendwo eine blaue Tafel ist. Eigentlich muss ich ja hier weiter. Oben ja, vielleicht da oben ist, ja. Alle in dem Moment entdeckt. Oh, all den Kopf schießen. Oh, drei verschiedene Gegnertypen. Nee, packen sie nochmal alle da aus. Die Engine, das kann. Ich sehe schon, ich sehe schon. Me too, oh, me too. Ist das ein rotes Fass dort? Oh, ho, 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 ho. Wie der Ring hier in zwei unterschiedliche Richtungen fällt, ist naja, interessant. Das ist doch Windmatz. Stimmt, so funktioniert der Wind. Wind, der eine Wind pustet nice. In die Richtung, der andere in die Richtung. Muss das da sein? Ja. Jetzt kannst du auch wieder aufhören. Ich bin voll begeistert davon, was für abwechslungsreiches Gameplay das bietet. Ja, wir haben Schießen. Naja, Gegner. Du musst das ja im Kontext sehen. Also wir schießen jetzt auf Gegner, während wir Stromstöße überhaupt ausschalten. Kommt ausschalten. Das ist gut. Also wir schalten beides aus. Oh. Wir schalten Menschen aus, aber auch Strom. Und beides schalten und ironischerweise beides mit unseren Waffen. Ja, richtig. Das ist eine Parabel. Ist es das? Nein. Das da? Nein. Ja. Bist du denn bereit für Kingdom Hearts 3, Mats? Ich weiß, vielleicht müssen wir an jedes Experiment starten, dass jemand Kingdom Hearts 3 spielt, ohne einen der Vorgänger gespielt zu haben. Weil auf der Produktseite bei Amazon steht ja perfekt für Neuansteiger, kein Vorwissen benötigt. Das könnte man die eigentlich mal testen, lieber Mats. Das könnte eine Marketinglüge sein. Aber will ich das. Also, was würdest du mal. Kann ich dich dafür bezahlen, dass du das machst? Anders gesagt, kann Hook dich dafür bezahlen, dass du das machst? Weil ich bin sicher, Hook ist dazu bereit, das zu tun. Oh Gott. Ich hab schon länger gedacht, dass wir uns ein bisschen Kingdom Hearts Content fehlt bei Hook. Nee, ich. Ach Gott. Da spielt lieber nochmal Red Dead hier, ich hab gesagt. Was? Spielen wir lieber nochmal Metal Gear. Ja. Ich meine ja nicht bei Time to 3. Ja, dass du das einfach spielst und aufnimmst und mir dann privat zeigst. Privat soll ich dir zeigen? Also, keine können wir uns auch privat treffen und dann spielen wir es so und dann habe ich Spaß. Soll ich mir meine Fragen aufschreiben, die ich dann dabei habe? Ja, wenn du das. Also, ich glaube nicht, dass du dazu in der Lage wärst, die auszuformulieren, ehrlich gesagt. Robin hätte ich nämlich für sehr dumm. Nee, zu klug. Wenn du Sachen ausformulieren willst. Ich glaube, ihr habt beide recht. In Kingdom Hearts, dann passieren einfach Dinge. Und wenn du die ausformulieren willst, ohne irgendwas zu wissen. Das Problem, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ach, ich würde gerne Kingdom Hearts spielen, aber ich habe die Vorgänger nicht gespielt, sondern mich interessiert es einfach wirklich gar nicht. Mhm. Und deswegen ist das so. Das hat mich auch nicht davon abgehalten. Nee, ist ja gelogen, mich hat es ja sehr interessiert, das war ja meine Sache. Ja, ja, aber dann wäre es, glaube ich, so. Ja, ja, gelangweiltes Spielen ist ja nicht spannend. Ich verstehe es nicht und es ist mir auch egal. Ja. Und aber dann, kannst, lieber, du dich, dann kannst du dich an der Optik erfreuen. Dann kann ich halt auch einen Fußballmanager spielen. Den Vergleich hat auch lange keiner mehr getätigt. Nein. Ja, Exit. Kill the people. Wieso steht da eigentlich Exit drauf, wenn du reingehst? Ja, weil du aus dem Himmel rausgehst. Schieße mir den Kopf. Mann! Er ist so clever. Er hat dich durchschaut. Fällt dir immer mehr Regen oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, das bildet mir nur ein. Kopf weg hier. Ich finde, das ist eine super gute. Wie halt einfach auch woanders hinziehen. Kameraeinstellung. Gut gemacht, Tom. Sammeln wir mal die Munition ein. Das sind noch drei Schuss. Drei von drei. Sechs? Weil, wenn du Pech hast, hast du sonst gleich. Er hat noch sechs Schuss. Da unten keine Munition mehr. Achso, hat das mal. Ach, du hast noch die andere Waffe. Reit. Ja, ja, aber für die hatte ich zwischendurch auch keinen Schuss mehr. Nur 28 sind es noch. Oha, ach, das wird aber knapp. Ach was. Ja, $65 gerade gefunden und ein paar Drogen. Na. Ja, mit ein bisschen durch den Kopf durchgeklickt. Was war denn? Ja, was machst du da? Oh, wow! Was ist du? Weil du stehst 90 ja, Grad in der Luft. Ich bin ein bisschen falsch rum. Haben wir auch zu laufen? Ziel mal. Anna, schade, oh, I broke it. Kaputt gemacht. Oh. Nein, das ist wieder, oder? Nee, doch das nicht. Ist die normale. Das war ja eine geile Animation.
Aber da kannst du auch einen rauswerfen mit dem Flaschensymbol. Oder nur draufhauen. Was ist denn? Ja. Was? Ah, der Vantage Point. Das ist wirklich einfach nur, dass die Mother Base im Metal Gear Solid 5. Ja, es ist nur der Kopf. Gott, ist das lame. Oh. Ja, genau, warte einfach da. Ja, sehr gut. Ach, jetzt haben wir es vor der Pro geworden. Kann man nämlich an jeder Stelle nur einmal machen. Dann ist die Wand kaputt. Dann ist da schon zu viel Blut. Nein, weil die Leute doch das sonst durchschauen. Wenn du das nochmal gleich stellst, das ist einfach in Kanon, würde ich dann wissen, dass du es versuchst. Hiermit können die ja nicht rechnen, dass du das da nochmal machst. Das ist so kein Punch hinter. Weißt du, wie in welchem Spiel? Bitte? Wie in Quiet Man. Achso. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht einfach das, das Quiet Man einfach das Right to Hell des 2018er Jahres war. Stell dir vor, Right to Hell hätte noch Live-Action. Das ist Quiet Man. Und kein Stell Ton. Stell dir vor, Right to Hell hätte anspruchsvolles Gameplay. Nee, das würde ich mir nicht vorstellen. Ja, also. Aber das hatte Quiet Man ja auch nicht. Oh Gott, ich dachte, das ist ein Bart. Es ist ein Bart gewachsen. Ist das nicht doch der Typ? Das ist Cook, der gerade auf seinen Decoy. Aber der sah genauso aus, aber die. Ja, es gibt halt drei Charaktermodelle. Das ist ja die PC-Vision. Gibt es da irgendwie so eine Mod, womit man sich. Mods für Right to Hell. Lol. Schieß auf die Bombe. Du hättest ihn erschießen müssen, bevor er. Ja. What? Ja, du. Take out Cook, bevor he detonates the bomb. Wobei ich auch ganz gerne sehen würde, wie die Bombe jetzt detonated. Aber ich glaube, es kommt nur der Pausenbildschirm und dann you fail. Ich weiß, dass das passieren würde, ja. Wie da jetzt Leute spawnen. Weißt du, wo man auch Atomraketen über diese. Wie in Metal Gear Solid 5. Das Spiel ist gleichzeitig Quiet Man und Metal Gear Solid 5. Es ist Kunst. Es ist echte, wahre Kunst. Ja, und weißt du, wo jemand auch ganz quiet ist? In Metal Gear Solid 5. Snake ist ja nämlich. Auch so ein dehnbarer. Oh Gott, ja. Das ist die Quiet. Die Parallelen. Aber da konnte man sich ja was kaufen, dass sie was anhat, ne? Was kaufen? Nee, das schaltest du frei im Spiel. Die ihre war das bevor Anfang. Oder danach diese komplett nackte, goldene Überzugslackierung gab? Ach so. Das Golden ist davor und das finale Unlockable ist dann sie in ihren Anfangsklamotten, den die am Anfang, die am Anfang trägt. Und das war auch sehr gut für mich, weil dann konnte ich sie endlich wieder mitnehmen, weil das wieder erträglich war. Ich einfach wie ein Soldat angezogen war. Das darf man bei Kojima immer nicht vergessen. Dass der verrückt ist? Nee, das sollte man nicht vergessen. Ja, nicht nur verrückt. Dass es sexistischer Verrückter ist. So, ja, da. Ja, das sollte man nicht vergessen. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Das war doch in der Story begründet, die er selbst geschrieben hat. Tom, der Reddit. Jetzt gerade nur die Kommentare vorwegnehmen, okay, die jetzt da dann stehen. Herr Reddit. Wir haben es einfach nicht verstanden. Bei uns kommen die Kommentare auch nicht. Nee, das stimmt. Nee, nicht. Tom, das war gerade sehr hereditary. Hast du das gesehen mittlerweile, Mats? Nee. Das ist gut. Ja, ich weiß, ich hab den. Das ist gut, ey. Ich weiß nicht, was du bekommen hast, aber das war ein Film, den konnte ich nicht gucken. Ja, das habe ich. Ja, das war. Also, ich hatte das. Das war unglaublich, die Erfahrung. Ah. Ja, das hatte ich ja zuletzt. Wo hast du das? Ach ja, bei Ritual? Nee, bei Martas. Beim was? Martas. Oh, Martas hast du geguckt? Ja, aber schon Ewigkeiten her. Da gab es den noch legal in Deutschland auszuleihen. Ah, also obwohl er erschienen ist. Ja. Ja, Martas ist auch Hardcore. Martas ist so einer dieser französischen, wo eine Zeit lang die Franzosen einfach gesagt haben, ja, das fick war, doch. Hieß, alles. Ich glaube, offiziell Inside tatsächlich. Inside war auch französisch, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, Inside und Martas. Neue französische Härte, haben sie gesagt. Aber wie ist der andere? Den fand ich damals super. Wo die Frau dann auch ausrastet. What? Oh. Ja, das könnte aber auch Martas sein. Ja, ich meine aber. Ja, der wird ja wohl nicht auf die Atombombe. Oh, wenn ihr in den Kommentaren wisst, wie der dritte Film dieser Reihe. Ich hatte es gerade kurz. Ich hab's wieder vergessen. Naja. Hast keine Munition mehr? Du hast doch 1 Minute und 15 Sekunden. Und keine Munition mehr. Ja, Dinge. Muss ich ihn nur axten. Guck mal, er steht aber auch gerade in der. Und du kannst deine Waffe dann nehmen mit B, ne? Ja, er hat gerade aber auch seine Waffe weggesteckt, weil du jetzt hingekommen bist. Ich glaube, das wollte das Spiel nicht. Mano, Mano! Wie die sich jetzt hier unterhalten. Was? Ja, das ist einer aus Nam. Ach hier, guck mal, jetzt kommt die ganze Backstory, weil er ist nämlich eigentlich ein Kriegsveteran. Der kommt aus Vietnam, das wissen wir. Ja, deswegen ist das alles. Dieser Regen macht mich so fertig. Das ist doch nur ein Funkgerät. Das ist ein Atomfunkgerät. Ja. Funk. Mit dem funkt er den Typen an, der den Knopf drückt dann. What I
Und das hat seine Gang jetzt gehört und dann kommen sie und sind alle ganz enttäuscht. Den Voice Actor vom Hauptcharakter einfach nicht mehr wirklich hatten. Nee. Stimmt, du hast völlig recht. Ist ein Dud. Well, ach, 10 Minutes, of course. So funktionieren sie, dieser Atomraketen. Ja, ja. Das, Alter, wie mich das jedes Mal triggert. Was denn? Dass du Rakete sagst. Und ich denke, das machst du doch mit Absicht. Den Schlag hättest du jetzt nicht frei machen können? The bomb has been armed, literally. Ja. Diese Atomrakete, die neben mir liegt. Sie wurde ausgelöst. Oh, wir sehen sie dann doch noch explodieren. Im Meer oder so. Ach, das wäre jetzt auch schön. Ah, ja. Aber wahrscheinlich wird das Bild einfach nur hell. Nee, wird einfach ein 2D-Zeichen. Sind wir da wirklich auf einer Bohrinsel? 2D-Zeichen. Das sah gerade so aus. Ja, sind auf jeden Fall mehr. Aber wir waren doch, wir sind doch in den Kraftwerk gewesen, dann flüssig hier hingekommen. Ja, ohne, über so eine Brücke. Die haben einfach die Assets vom Kraftwerk da nochmal benutzt. Craziness. Das ist doch der Batman-Plot, der war da schon so klug. Ja, so vorher rausgesprungen. Wegen der Fernbedienung. Hallo. Ja, ist das auch oh cool. Wow, die haben den einfach neben die Bombe gelegt. Ja, der war auch K.O. geschlagen. Nee, aber da merkt er nicht viel von. Nee, das stimmt. Das ist bestimmt kurzzeitig unangenehm. Ich weiß halt nicht, ob das so, also abgesehen vom Rausspringen, ich glaube halt eine Atomexplosion so einen Kilometer vor dir. Ja, Kilometer, das ist 500, nicht weit weg. Das ist 500 Meter. Und ich dachte, ihr haut dann sie unter Wasser. Dann, ich glaube, A-Bomb ist doch keine Atombombe. We did it! The final countdown. Didididid. Ja. So. Jetzt gibt's wirklich kein Ride to Hell mehr, was wir spielen können, oder? Jetzt haben wir die große Ride to Hell-Saga komplett durchgespielt. Meine Güte, war das egal. Vielen Dank an Lucky Tricks. Ach du. Vielen Dank an U-Technics, oder wie sie nochmal heißen, die Deska-Macher, die auch Ride to Hell gemacht haben hier. Wir haben erneut eine Handvoll neuer Bugs gefunden und Glitches. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall einer, der nochmal neu war, also komplett neu. Mehrere hatten wir. Naja, aber dieses, wir fallen durch die Welt, aber fahren noch. Ja, und wir laufen jetzt quer durch die Gegend. Ja, das stimmt. 90 Grad Winkel. Schöne Sachen dabei. Da waren noch viele Ideen. Die sind kreativ. Man kann dem Spiel nicht vorwerfen, dass es nicht eine kreative Meisterleistung ist. Und es ist nur beim Start einmal abgestürzt, ne? Ja, obwohl, da lief es ja schon. Das war egal. Guck mal, die Fahne. Ja, die geht ab. Rechts, Hintergrund. Das ist der Wind. Ah, die fährt gerade, schade, die hat gerade so. Hat sich gedreht? Ja. Aber auch das ist schon sehr extrem. Das ist halt ordentlich Wind. America, fuck no. Hat jemand drauf geschossen? Guck mal, das ist. America, not even once. Tschüss. Ja, danke, Robin, dass du uns nochmal zurückgeführt hast. Frohe Weihnachten. Merry Christmas.